Hallo und herzlich willkommen, liebe Lara Croft-Freunde. Ich bin der Zapp. Machen wir weiter an unserem Let's Play. Für euch ist das einfach die nächste Folge. Für mich liegen zwischen der letzten Folge und dieser geschlagene 2 Wochen. Und jetzt muss ich erstmal hier wieder ein bisschen reinkommen und mich wieder mit der Steuerung ein bisschen vertraut machen. Ich habe zwischendurch ein bisschen was anderes gemacht. Ich habe The Town of Lights gespielt und ich habe mein Let's Play Fallout 4 beendet. Das habe ich. Und ich habe mir ja ganz kurz gerade mal eben durchgelesen beim Ladebildschirm, was so die letzten Folgen alles passiert ist. Also wir wurden ziemlich übel von Trinity zugerichtet. Also wir, das heißt Jacobs Leute, die Dorfbewohner, sind jetzt über das ganze Tal verstreut. Wir suchen einen versteckten Atlas, der uns in unserem gesamten Vorhaben irgendwie doch weiterbringen soll. Der wird aber von Unsterblichen bewacht. Und mit denen soll wohl nicht zu spaßen sein, aber da müssen wir wohl durch. Lara hat gesagt, da kann sie nichts dran ändern, das wird sie schon machen. Naja, und dann machen wir das halt. Und guckt mal, ich bin seit 2 Wochen das erste Mal wieder da. Und guckt mal, wie geil das aussieht, oder? Sehr, sehr, sehr cool. Ich bin wieder, ich schwärme schon wieder. Hier ist eine Kiste. Es könnte ein bisschen hakelig werden, weil ich mich erstmal wieder mit der Steuerung hier vertraut machen muss. Wie war das da, dass ich da dran springe? Ich glaube, das war E, oder? Das Seil greifen mit Leertaste bestimmt. Wir versuchen es einfach mal. Wir nehmen Anlauf. Achtung. Und springen ab, hangeln uns dahin und drücken die Leertaste. Und alles ist super, oder? Oh. Und rechtzeitig abgesprungen. Yeah. War das rechtzeitig oder zu früh? Keine Ahnung. Zu spät eher. Weil hier steht noch eine Kiste. Mit irgendeinem Kram drin. Und hier kann ich was lesen. Es gibt kein besseres Fleisch als Wildschwein. Schwarz wie die Erde und sehr üppig, aber das Jagen der verdammten Viecher ist nicht sehr erfreulich. Jetzt im Hellen werden wir als Gruppe jagen und gemeinsam ein Wildschwein erlegen. Wir schlagen von den Verstecken im Tal aus zu. Von da aus sehen wir die Schweine im dichten Unterholz, ohne dass sie uns bemerken. Und ihr wollt nicht bemerkt werden. Wenigstens regnet es nicht. Niemand hier, nicht mal ich, will ein Wildschwein herausfordern. Ach, ist das so? Naja, wesentlich, es regnet nicht, ist ein bisschen, ne, ein bisschen vage. Da geht es sehr tief runter. Okay. Wir müssen jetzt höchstwahrscheinlich in Richtung Atlas zu den Unsterblichen. Kann das sein? Und kann das sein, dass ich da noch Haken habe, um mich da dran zu hangeln? Ist das so? Ja. Das ist so. Okay, jetzt bin ich halt hier. War da unten noch irgendwas? Nö. Eine Lampe. Was soll ich mit dieser Lampe anfangen? Ach, guck mal, da drüben ist auch noch was. Das sieht aus wie so ein Sprungbrett, oder? Das will mich doch darauf hinweisen, dass ich da hinspringen muss. Aber was soll ich da mit der Lampe? Naja. So. Hoch. Hoch? Wie war das? So war das. Ja, wie gesagt, die Steuerung ist noch ein bisschen hakelig, aber das wird schon wieder. Karte aktualisiert. Neue Dokumente und Wattgemäldepositionen entdeckt. Aha. Okay, Q war, ich kann besser sehen. Genau. Guck mal, da oben steht noch eine Kiste. Das ist aber blöd. Und da unten ist auch noch so viel. Aha. Ja, dann gehen wir gleich wieder zurück. Hier ist ein Stuhl. Warum?
Stuhl hinsetzt. Warum sollte hier sonst ein Stuhl sein? Sitzt ein bisschen komisch da drauf, oder? Ja. Okay. Dann halt nicht. Ich guck mal eben. Geothermales Tal. Boah, guck mal, was hier alles für Dokumente. Boah. Was hier alles blinkt und überall und ne Dokumente und noch mehr Dokumente und ganz viele Dokumente. Ja gut. Okay. Meinetwegen. Wie stehe ich denn jetzt bitte wieder auf? Hallo? Ich würde ganz gerne wieder aufstehen. Geht nicht. Sie ist eingeschlafen. Hallo? Lady, steh mal bitte wieder auf. Wie mache ich das denn? Ich habe mich... Habe ich mich schon mal jemals hingesetzt? Irgendwie nicht. Ich kann nicht wieder aufstehen. Sie ist in Schockstarre. Sie reagiert nicht mehr. Was war denn das mit dem Aufstehen? Das waren Waffen. Da reagiert sie nicht. Ja. Nach vorne gehen geht nicht. Zurück geht auch nicht. Rechts geht auch nicht. Links geht auch nicht. Maus geht auch nicht. Schießen auch nicht. E auch nicht. F nicht. Ach, jetzt hat sie was gemacht. Was auch immer. Entschuldigung, meine Maus, meine Steuerung ist ein bisschen hakelig. Nein, wir gehen da noch nicht hin, weil wir gehen nach da. So. Okay, dann springen wir wieder darüber. Okay, weil wir müssen jetzt nochmal hier oben, hier unten hin. Hier unten. Kann ich hier einfach runterspringen? Naja. Ja, kann ich. So. Wir haben hier Schrauben. Wir haben hier auch Schrauben. Hier haben wir natürlich auch Schrauben, logischerweise. Und hier. Ich kann Alias Anziehungskraft auf mich nicht länger leugnen. Sie kam zu mir, allein, als ich über die Pfade hoch über dem Tal wanderte. Ich weiß nun, dass sie ebenso fühlt. Ich erklärte ihr, warum es nicht geschehen darf. Warum meine Stellung in unserem Volk solche Torheit ausschließt. Warum ich sie nie glücklich machen könnte. Doch all dies änderte nichts. Während ich sprach, suchten meine Arme ihre Nähe und wir umarmten uns. Trotz all der Zeit bin ich immer noch ein Mensch. Ja, ja, wenn die Gefühle über die Vernunft siegen, oder? So, hier ist wieder ein Bäumchen. Nehme ich mit. So, was haben wir denn hier noch? Metallballierenschüsseln, ja, mit Hilfe von Sprengladungen. Aha. Ich habe doch Sprengladungen, oder? Ich habe doch Sprengpfeile. Reichen die? Reichen die? Man weiß es nicht. Pfeile sind voll. Ich guck mal eben. Nee, jetzt sind Pfeile wieder voll. Ich baue mal ein paar Pfeile. So, jetzt sind wir voll. Okay. Jetzt können wir noch mal ein paar Bäume finden, weil wir brauchen wieder Holz. Was haben wir hier? So. Einfach nix. Kann ich da jetzt mit dem Sprengpfeil gegenschießen? Warte, ich guck mal eben. Ja, kann ich. Oh, explodiert die ganze Gegend hier. Was ist denn da los? So, gehen wir mal rein. Aha. Aha. Vollautomatikflinte. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Haben wir hier alles jetzt? Wie es so aussieht, oder? So.
Das ist sehr tief. Da ist ein Seil. Das werde ich wahrscheinlich von hier nicht erreichen, oder? Wer steht denn da unten? Seht ihr das? Wer ist das? Auf jeden Fall einer von uns. Okay, pass auf. Kletter mal da hoch. Dann springen wir darüber. So, hat doch gut geklappt. Ja. Ich bin mitten in der Brühe gelandet. Ich wollte eigentlich zu dem Typen, der da noch stand. Da, zu ihm. Hey, Alter. Sie leben. Gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Hallo. Das ist ja auch toll. Der erzählt mir erst was und anschließend sagt er Hallo. Geht das nicht umgekehrt? Erst Hallo sagen und dann anfangen zu reden. Naja. Ich brauche kein Öl mehr. So, und das war's hier auch mit dem Einsammeln. Hier könnte ich wieder hochkraxeln, aber was sollte mir das bringen? Wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich nichts. Okay. So langsam gewöhne ich mich wieder an die Steuerung. So langsam komme ich wieder rein. Was eine Drecksbrühe. Was eine Drecksbrühe. Cool, die hat doch ein ganz schmutziges Gesicht. Oh, da stehen Leute. Das ist schlecht. Was machen wir denn da? Upsesse. Dann machen wir halt kurz einen Prozess. Hast du wen lebend erwischt? Ich hatte einen, den hätte ich ausliefern können. Den Bonus. Ja, einer hat sich ergeben. Die Firmentypen haben zugesehen. Musste ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen könnten. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Da wird aber jemand Spaß haben. Eins, zwei, drei, vier. Das müssen Sie sein. Ich hatte gehofft, die ziehen Streichhölzer für den Job. Was machen wir denn jetzt? Vier Mann gleich. Ein paar Monate. Ich bin hier in Deckung. Das ist mein erster richtiger Einsatz. Ich war schon zu lange nicht mehr an der Front. Man rostet ein. Du? Ich arbeite jetzt ungefähr ein Jahr für Konstantin. Ein alter Kriegskumpan hat für mich gewirkt. Dafür. Ist nicht. War da nicht noch einer? Ey, ich hab. Fünf sogar. Das ist ja auch witzig, oder? Da erschießt sich seine Gesprächskollegen und er kriegt noch niemals was mit. Was ist denn da los? Wenn man mir meinen Gesprächskollegen erschießt, das merke ich doch. Oder nicht? Dachte ich bis jetzt immer. Ich hoffe, da oben ist keiner mehr drin. Oder hier in dem... Ne? Kann ich hier rein? Nö. Vielleicht durch die Hintertür. Was liegt hier? Auch Pilze. Brauche ich nicht. Das ist ja witzig. Da erschieße ich seine Gesprächskollegen und der registriert das gar nicht. Da ist noch einer. Da muss doch noch einer sein irgendwo, oder?
Hier? Den hatte ich schon. Hier hinten? Hm. Mir war irgendwie dann danach, als ob hier noch einer ist. Ja, der liegt hier im Busch. Der liegt hier im Busch. Okay. Dann gehen wir mal vorsichtig hier rein. Ist hier noch einer? Nee. Keiner mehr da. Okay. So, das haben wir hier nicht mehr. Brauche ich nicht. Ich kriege alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. Ah, Widerstand in den eigenen Reihen, oder? Aha, guck an. Guck an. Also doch keine blinde Gefolgschaft bis in den Tod. Einfach so. Kann ich irgendwas nehmen? Nö. Keine blinde Gefolgschaft bis in den Tod. Brauche ich das? Nö. Das brauche ich auch nicht. Ach, guck mal hier. Wo hätte ich denn hier reingehen können? Ach so, von der Seite. Okay. Von der Seite. Da komme ich nicht durch. Da ist auch noch ein... Komme ich hier rein? Nö. Brauche ich nicht. Was ist denn da unten? Komme nicht hin. Hey, lass mich mal da hin. Komme nicht hin. Mist. So, was haben wir denn hier noch? Was haben wir hier noch? Ist das schon alles? Da oben ist noch, da kann ich noch was dran schießen. Ein Seilfall. Aber warum sollte ich das tun? Warum sollte ich das tun? Ja, mehr ist hier nicht. Mehr sehe ich zumindest nicht. Ja, da hauen wir wieder ab, oder? Komm, da komme ich auch nicht hin. Hier komme ich nicht rauf. Brauchen wir nicht. Wir brauchen gar nichts. Wir sind total voll. Voll mit allem. Ja, dann hauen wir hier ab. So, wo geht's weiter? Irgendwo muss es... Ach, da. Mensch, steh da direkt vor und frag, wo geht's weiter? Ihre Revolvermänner können hier weitermachen. Wir werden in Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Geht's nicht noch ein bisschen mehr? 1, 2, 3, 4 habe ich bis jetzt gesehen. 4 habe ich bis jetzt. 5. Das ist super. So, der steht direkt hier. Den kann ich ja direkt schon mal machen, oder? So, jetzt ist der schon mal weg. Scheiße. Suchen und säubern. Los geht's. Begebe mich in Position. Ich werde beschossen. Ich brauche Verstärkung. Wo kommen die denn alle her? Hier sind einer weniger. Ja, hier bleibt gleich noch einer weniger. Zum Beispiel jetzt. Sind auf ihrer Flanke. Werde beschossen.
Ey! Ja, nicht getroffen. Ey! Wollte nicht schießen. Jetzt komm schon. War das jetzt alles? So, mal nach oben nachladen. War das jetzt alle? Das war ja super scheiße, oder? Das hätte ich ein bisschen sneaky machen können. So ein bisschen lautlos. Das war blöd. Aber so wie ich das jetzt hier sehe, mehr sind hier nicht. Habt ihr alle? Guck mal, hier liegt ein Haufen Geld. Natürlich, zwei. Liegt wieder ein Haufen Geld, ich krieg zwei. Warte. Nee, geht nix. Doch, da ist noch einer. Oh. Ach so, den kann ich nicht plündern. Brauche nix. So. Okay. So, jetzt mal in Ruhe umgucken. Ich brauche keine Flasche. Aha. Wie lasse ich die Flasche denn wieder los? Nee. Naja, indem ich sie wegschmeiße. So. Okay. Was haben wir denn hier noch? Da ist noch was, da ist noch was. Aha. Ach ja, kann ich auch wieder durch die Gegend schmeißen. Ins Feuer damit. Explodiert schön. So. Brauche ich, weil ich muss. Warte. Ich muss ein paar Pfeile wieder machen. So, jetzt sind wir wieder voll. Sondermunition habe ich nicht gebraucht. Keine Brandpfeile, keine Explosionspfeile. Hätte ich eigentlich mal machen können. Ich vergesse das immer. Dass ich auch diese Spezialpfeile mal. Ne? Ich vergesse das immer. Hier liegt noch ein bisschen Holz. Nehme ich mit. So. Ja, dann sieht es doch hier wieder ganz gut aus, oder? Dann sieht es hier wieder ganz gut aus. Dann gehen wir mal nach oben. Brauche ich nicht. Brauche ich. So, was gibt's hier? Ah, guck mal da. Naja, wurde angezeigt, aber was kann ich jetzt hier tun? Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. So, so. Aha. Und kann ich jetzt noch mal eben zurückgehen? Ich wollte hier noch gar nicht hin. Ich habe die andere Seite noch gar nicht richtig durchsucht.
Ich wollte hier noch nicht hin. Okay, ich gehe wieder hier in Deckung. Ich glaube, das ist besser. Meine Freunde, wir bleiben hier ein bisschen in Deckung. Ich bin gar nicht da. Du kannst wieder gehen. Nee, hier ist keiner. Hier ist keiner. Genau, geh mal wieder. So ist schön, meine Freunde. In der nächsten Folge machen wir weiter. Bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. War ein bisschen hakelig, muss mir mit der Steuerung wieder ein bisschen vertraut machen. Es wird wieder besser gehen, versprochen. Bis dann, euer Zappa.